Man macht es, glaube ich, nicht, um es anderen zu präsentieren. Manchmal muss man Schritte tun und danach fühlt man sich auch besser. Hi. Hallo. Ich bin Sarah. Woher kommst du gerade? Aus meinem Atelier in der Dudenstraße. Wer bist du so? Ich bin Pia Bohr. Ich bin Holzbildhauerin. Was machst du sonst außer Holzbildhauen? Eigentlich im Moment nichts. Ich habe mich ganz und gar darauf konzentriert, meine Kunst zu machen, ja. Und warum genau Holz? Weil es ein sehr schönes Material ist. Ich wollte immer mit Steinen arbeiten, aber bin dann beim Holz sozusagen hängen geblieben. Es ist einfach spannend mit der Maserung, mit der Haptik. Was oder wie würdest du deine Person beschreiben, als du 18 Jahre alt warst? Ich glaube, da habe ich versucht herauszufinden, wie das Leben funktioniert. Das heißt, du hattest keine klare Vorstellung, was in der Zukunft so passiert? Nein, überhaupt nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich irgendwann mal Künstlerin werden würde. Was hast du zu dem Zeitpunkt gedacht? Ja, ich habe schon früh Klavierunterricht gehabt. Daraus ist diese ganze Kreativität entstanden und auch mein weiteres Leben. Wenn du anfängst, eine Holzskulptur zu bauen, zu schnitzen, hast du dann schon eine Vision, wie das endgültig aussehen könnte? Also der Prozess sind ja mehrere Schritte, von grob nach fein. Und ich nehme mir ganz grob vor, dass ich zum Beispiel einen Frauenkörper gestalten möchte, muss dann aber sehr flexibel und tolerant mit dem Stück Holz umgehen, weil da sind ja auch Risse drin und da brechen Stücke ab. Also ich muss ganz vorsichtig mich dahin tasten. Und dann weiß ich irgendwann mal genau, was es werden soll. Und dann kann ich mich an die Feinarbeit machen. Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut. Und wenn man aus einer verschiedenen Perspektive guckt, dann sieht man oftmals irgendwie eine andere Form auf einmal genau. Wieder mit drin. Das ist ja das Tolle an der Skulptur. Die Skulptur ist dreidimensional. Man kann also drumherum gehen und sie sieht von jeder Seite anders aus. Das ist vollkommen anders als ein Bild an der Wand, was man nur frontal anschaut. Hast du das Bedürfnis, dich anderen Menschen durch deine Kunstform mitzuteilen? Also ich glaube, dass jeder Künstler in erster Linie für sich selber arbeitet, weil er das Ganze ausüben möchte und sich dabei finden möchte. Und es ist natürlich schön, wenn dann der Betrachter von außen den Zugang findet und das versteht, was man macht. Dann kommt natürlich, dann ist man glücklich, das ist klar. Aber man macht es, glaube ich, nicht, um es anderen zu präsentieren, sondern erstmal für sich selbst. Also übermittelst du eher Gefühle oder? Ja, bei meinen Sachen auf jeden Fall. Da kommt ja noch die Haptik dazu. Und wenn man die Hölzer anfasst, da brechen manche Leute in Tränen aus. Wurde deine Kunst schon auch mal falsch aufgenommen oder falsch verstanden? Ja, es gibt natürlich Leute, die sehen nicht die Frau in der Skulptur zum Beispiel. Die wissen, die können da nichts mit anfangen. Aber andererseits ist es sehr einfach zu verstehen bei meinen Sachen, weil man eben die Dreidimensionalität und die Haptik hat. Ne? Es gibt ja auch viele Kunstwerke, die darf man gar nicht anfassen. Also spielt das bei dir eine große Rolle, auch die Kunst anzufassen? Bei mir ist das ein Muss auf jeden Fall. Es ist äußerst selten und ich muss bei Ausstellungen auch immer darauf hinweisen, dass das möglich ist. Aber die Leute freuen sich unheimlich, natürlich. Ne? Du hast gesagt, dass du die Kunst für dich selbst machst. Was genau ziehst du dann aus der Kunst heraus? Also erstmal ist das für mich so ein bisschen so ein Zwang, dass ich das machen muss. Der kreative Schaffensprozess ist einfach so ein Prozess, in dem ich mich absolut fallen lassen kann. Alles um mich herum ist weg und ich kann mich nur auf diese eine Sache konzentrieren. Umarmst du gern Bäume? Auf jeden Fall. Das sollte jeder mal tun, ne? Hast du schon mal in Bus oder Bahn geflirtet? Ja, ich denke schon, aber das ist über einen Augenkontakt nicht hinausgegangen, denke ich. Also nichts draus gemacht? Nein, nein. Du warst ja auch mal Sängerin. Mhm. Warum machst du keine Musik mehr? Ich habe vor 6 Jahren damit aufgehört, glaube ich. Das war ein Schlussstrich, der war ziemlich schwierig für mich auch natürlich. Ich habe das vorher 25 Jahre gemacht, aber manchmal muss man Schritte tun und danach fühlt man sich auch besser. Also ich werde jetzt einige Sätze sagen, die du dann bitte vervollständigst. Morgens mache ich als allererstes einen Spaziergang mit dem Hund im Wald. U-Bahn fahren ist wie? Ganz schnell irgendwo ankommen wollen. Ich fühle mich besonders wohl, wenn? Wenn ich ein paar Stunden in meinem Schrebergarten arbeiten kann. Mein Tagesmotto ist?
lasse ich das mal auf mich zukommen. Okay, als ich das allererste Mal auf der Bühne stand? Da habe ich gedacht, das möchte ich nie wieder tun. Ein absolutes No-Go ist das für mich. Wenn jemand eine ganze Pappkiste in die Papiertonne stellt. Zum Glück gibt es die U-Bahn, weil man dann für kurze Zeit dem Stress von oben entfliehen kann. Als ich klein war? War ich nicht so ungeduldig wie heute. Weil ich weiß, was ich will? Bin ich sehr zufrieden mit mir und ich weiß das auch noch gar nicht so lange, was ich will. Und ja, das tut gut. Kunst ist wichtig, weil? Weil es die Wahrnehmung der Menschen vervollständigt oder auch erweitert. Du hast ein Atelier hier in Dortmund in der Dudenstraße. Wieso genau dort? Das hat sich so ergeben. Ich war früher in der Nähe. Mein Atelier dort wurde aber geschlossen. Dann bin ich rumgefahren, panisch, und wollte etwas anderes finden. Und dann kam die Dudenstraße. Die Dogevo ist ja der Vermieter und hat mich da sehr unterstützt bei der Renovierung, bei den Mietkosten etc. Was würdest du einem Menschen sagen, der von sich behauptet, überhaupt keine kreative Ader zu besitzen? Ja, ich würde schon versuchen, mit ihm vielleicht ein Gespräch zu führen und sagen, was machst du denn in deiner Freizeit? Und ich denke, dass da auch irgendwelche kreative Dinge bei sind. Hast du eine Muse? Ich glaube, die Muse steckt in mir drin, weil mich muss eigentlich keiner anspornen. Also du hast ja eine Kunstschule. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ich wollte eine ganz große institutionelle Einrichtung errichten, aber das ist so ein bisschen schief gegangen. Also wir haben uns jetzt verkleinert. Das kann sich ja wieder ändern, ich weiß es nicht. Aber wir sind weiterhin eine Agentur mit Künstlervermittlung. Wir machen Projekte und so weiter. Also die Kunstschule bleibt schon bestehen. Wonach wurdest du noch nie gefragt? Ich wurde noch nie nach den vielen Fehlern gefragt, die ich in meinem Leben schon gemacht habe. Darf ich dich fragen, nein, was für Fehler du in deinem Leben schon gemacht hast? Das ist ein Geheimnis. Oh mein Gott. Ja, ich hätte schon viel eher mit der bildenden Kunst anfangen sollen. Ja. Ich bedanke mich für deine Offenheit. Das hat super viel Spaß gemacht. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich komme mal in deiner Kunstschule vorbei, hatten wir ja schon drüber gequatscht. Prima. Vielen Dank. Alles Gute für dir. Tschüss. Tschüss dir.